Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Age of Empires 2, den Achievements. Heute mit einem Standardspiel, denn wir werden das Achievement machen mit Sieg der Römer. Gewinnen sie ein Spiel als die Römer, logischerweise. Das ist ein Volk, was ich bis jetzt noch nie gespielt habe hier in der Erweiterung. Und das werden wir heute machen. Technologiebaum schauen wir uns natürlich direkt erstmal an. Und, tja, also unberittenes Volk haben wir hier. Ist ja auch klar, sind Römer. Was ich ein bisschen witzig finde, weil Römer eigentlich eine ganz andere Zeit sind als Age of Empires 2. Macht natürlich Sinn, wenn die in Return of Rome sind. Hier ist es vielleicht ein bisschen komisch, weil andere Zeit, aber eigentlich sind die sowieso alle in unterschiedlichen Zeiten, die Völker. Also, ja, weiß ich nicht. Aber es ist halt trotzdem komisch, weil die haben halt Armbrustschützen und das macht eigentlich jetzt schon nicht so viel Sinn, oder? Die Armbrust wurde doch eigentlich, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, erst so 800 oder so rum entwickelt? Oder bin ich jetzt gerade falsch? Warte, ich guck mal kurz nach. Wo ist jetzt hier der Browser, Junge? Da. Afghanen, Corona-Impfung, Star Trek. Das sind so die Trends gerade. Stark. Und AfD ist in der Trend, auch drin. Kreuzfahrtschiff. Schwere Unwetter. Die Trends. Fantastisch, du. Okay, ich wollte jetzt gerade nachgucken. Armbrust. Einfach mal da gucken. Ja, gesponsert von Softgun, Bogensportwelt. Wen juckt das, Junge? Alter, ich will auf Wikipedia. Wow. Kommt aber ganz schön spät erst. Erstmal anzeigen, dann irgendwas anderes. Junge. Okay. Ja, die Technik ist mir schon klar. Ich will eigentlich nur wissen. Geh doch weg mit deiner Kackspende, Mann. Schiebst du den. Ach, Entschuldigung. Aber ey. Eine Urform der Armbrust im 5. Jahrhundert vor Christus. So früh? Ich hätte gedacht, das wäre erst so im Jahre 7-800 rum gewesen, wo wir das erste Mal die Sachen erfunden hatten. Ha. Interessant. Cool. Na gut, okay. Dann nehme ich alles zurück. Also, Dorfbewohner sammeln, bauen und reparieren 5% schneller. Ja, aber Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut. Die können sich ruhig Zeit lassen. Galeeren... so ein dummer Spruch. Galeerenlinie und Dromonen plus ein... und ein P-Rüstung. Also, wenn wir jetzt hier neben den Galeonen noch Dromonen. Auch ganz cool. Belagerungskrieg... Ach so, ist einfach ein Kanonenschiff, ne? Ja, es sieht aus wie ein Kanonenschiff. Okay. Wahrscheinlich vorne mit einem Katapult oder so drauf, wenn ich das richtig sehe. Aber eigentlich eine coole Idee. Infanterie erhält doppelten Effekt von Schmiederüstungsentwicklungen. Das klingt ziemlich stark tatsächlich. Aber man hat auch die letzte gar nicht. Wow, man kriegt die also doppelt. Dafür die gar nicht. Das heißt, im Endeffekt hast du als einzigen Bonus einen mehr normale Rüstung. Wow. Ich meine, ja, klingt gut, weil du sparst ja auch die Ressourcen, aber... Wow. Das ist ja heftig. Naja. Okay, ansonsten, Skorpione kosten minus 60% Gold. Das ist echt ziemlich cool, tatsächlich. Und profitieren von ballistischer Entwicklung. Was ist ballistische Entwicklung? Meinen die jetzt damit die Ballistik aus dem... Alter, wo ist diese scheiß Universität? Da, hier. Meinen die hier? Wird wohl das sein, denke ich mal. Ansonsten, also das klingt schon mal gut, dann werden wir auf jeden Fall Skorpione nutzen. Und Spezialeinheiten sind natürlich der Centurio und das ist die Kavallerie. Aber aus der Burg, Centurio und Elite-Centurio. Und der Legionär. Gucken wir erstmal nach dem Centurio. Er erhöht die Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit von Einheiten, die sich in der Nähe von Einheiten der Milizsoldatenlinie befinden. Stark gegen Infanterieeinheiten, schwach gegen Pikinierer. Also ist das nur so eine Unterstützungseinheit oder was? Ich dachte, er haut jetzt richtig auf die Fresse. Wobei 15-3-3 ist auch gut, ne? Aber also muss ich im Endeffekt Legionäre ein paar von den Centurios mit reinmischen, damit die halt einfach den Bonus kriegen? Weil er erhöht die Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit, wobei die Frage ist, wie hoch? Gucken wir direkt mal nach, weil wenn es jetzt nur so 2% sind, dann scheißen wir einfach ab und zu was drauf.
Age of Empires 2 Centurion. Einfach mal so ganz kurz gucken. Ach, geh doch mit diesen Kack-Cookies weg, Alter. Wie oft soll ich die noch ablehnen? Jetzt hat er sich aufgehangen, weil ich nach Cookies gucken wollte. Boah, sowas hasse ich ja übertrieben heftig, ne? 5000 Videos, aber ich will eigentlich nur das... Boah, dieses... Ich gehe ganz kurz, ich minimiere kurz, es tut mir das mit zu dumm. Age of Empires 2 Centurion. Weil es ist ja übertrieben zum Kotzen, wenn du das so nicht sehen kannst, dann. Geil, ich gehe auf den Browser, klick drauf, die Seite lädt instant. Ja, dieses Overlay ist zum Kotzen, ohne Scheiß. Weißt du, jetzt habe ich schon gefixt in diese ganze Ansicht und trotzdem klappt es nicht richtig. Okay, Training Time ist mir egal, bla bla, aber was ist jetzt genau dieser Bonus? Wie hoch ist der Bonus? Ability. Hat 10 Reichweite und die Elite haben 12 Reichweite. Das ist ganz schön weit sogar tatsächlich. 15% Movement und 33% Attack Speed. Wow. Ich muss zugeben, das ist tatsächlich ziemlich viel. Wow. Okay, alles klar. Also, ab und zu ein Centurio mit reinmischen. Ansonsten größten Fokus auf Legionäre und halt Skorpione. Weil Skorpione scheinen ja auch günstig zu sein. Dann lohnt sich das richtig. Dann haben wir wenigstens was wir mit dem Gold und dem Holz noch anfangen können. Die sind sogar echt günstig, weil es ja die Blitzeldatenlinie ist. Und der Legionär, das ist halt einfach... Naja... Im Endeffekt so wie Elite-Kämpfer wahrscheinlich, ne? Wobei, 12, 2, 2 und 75 klingt irgendwie ein bisschen schwächer. Ich nehme jetzt mal irgendeinen. Wobei. 12, 2, 2 ist ein Angriff weniger, dafür mehr Rüstung. Was ich gut finde. Und 5 HP. Mehr. Also. Und du sparst dir die Entwicklungskosten. Boah, das ist nur eine, nicht zwei. Das klingt sogar echt ziemlich stark tatsächlich. Krass. Dafür können wir auf Fernkampf quasi verzichten, auch wenn wir den hier machen könnten. Aber cool. Ansonsten haben wir noch den ganzen Spezialtechnologiekram. Ballisten feuern schneller sogar. Und Galeerenlinien haben mehr Angriffsstärke. Also Skorpione scheinen echt krass zu sein. Komitatensis, Milizsoldatenlinie, Ritterlinie und Centurionen bilden 50% schneller aus. Oh mein Gott. Und erhalten Vorstoß. Was ist Vorstoß? Also was bringt uns das? Und erhalten verstärkte Angriffsstärke. Ja, warum könnt ihr es nicht links dahin schreiben? Lol. Und Mindestreichweite von Skorpionlinie reduziert. Also Skorpione scheinen den übelsten Buff bekommen zu haben. Krass. Okay, also Legionäre. Gujara, lol. Ein, zweimal dann... ein paar Ballisten. Zentus mit reinmischen. Salve. Edifico. Pronto. Edifico. Und dann halt, Legionäre einfach durchballern. Salve. Salve. Hallo. Colligo. Pronto. Colligo. Ja, ein bisschen verkackt, aber es heißt so wild. Wie juckt das? Salve. Colligo. 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 Salve. Ach, wie toll. Alter, die Musik geht ja voll ab, Junge. Ist so leicht übertrieben. Wieso bist du jetzt nach da gegangen? Ach, weil der Wald ist. Ah, ja, macht Sinn. Boah, und nochmal die Musik ab. Ich mach erstmal ganz kurz einen riesen Circle dahin. Stark. Es klingt voll gut sogar. Nice. Eus. Edifico. Edifico. Eus. Colligo. 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 Sehr gut. Ich habe kurz geeidelt, mein Fehler, sorry. So, mehrere Dorfbewohner. Hör auf zu heulen, Junge. Ist ja richtig unnötig. So,
Und schon ist die Musik wieder normal. Aber die Startmusik war ja mal ein bisschen übertrieben, finde ich, ja, ne? Ein bisschen übertrieben, aber irgendwie cool. Impera. So, Impera. Colligo, Colligo. Colligo, Colligo. Dann haben die was zu tun. Sehr edel. Mehr Dorfbewohner bitte. Der nächste geht natürlich jetzt hier an Nadung. Ist ja klar, ne? 4 Holzfäller wollte ich eigentlich noch machen. Nicht 5, aber ist nicht so schlimm. Salve. Edifico. Impera. Edifico. Machen wir alles. So, die ganzen Schläger hier. Haben wir ein bisschen mehr Holz gesammelt. Ist auch nicht so schlimm. So, du kannst mal kurz Auto erkunden gehen. Du hast jetzt alles Wichtige gefunden hier. Eus. Colligo. Prontus. Edifico. Colligo. Edifico. Passt. Dann kann der nächste jetzt ganz kurz gleich ein Schweinchen holen. Eigentlich hätte ich das vorher holen sollen, Impera, aber wenn er eh die ganzen Lamas gerade da, passt doch eigentlich. Dachte ich mir. Venor. Eus. Prontus. Recte. Salve. Salve. Confestim facem. Prontus. Venor. Salve. Venor. Prontus. Recte. So, Colligo. Da dran. Impera. Colligo. Venor. Eus. Colligo. Salve. Colligo. Eus. So. Colligo. Da dran, da dran, Colligo. Da sehr gut. Und die nächsten gehen jetzt bitte mit an Nahrung. Nochmal einer. Salve. Colligo. 12 und 4 haben wir jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich sonst gemacht habe, aber eigentlich müsste das sogar schon reichen, so. Wir machen trotzdem nochmal ganz kurz 1, 2 mehr. Wir können ja schon mal 2 in Gold schicken. Ich meine, wir spielen ja eh nicht gegen der KI. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich weiß jetzt zwar gerade die Build-Orders nicht mehr. Das letzte Mal, als ich Rank gespielt habe, ist wirklich, also, Prontus. No joke. Das ist locker. Edifico. Locker ein Jahr her. Also, will ich ja auch immer nochmal starten, aber erstmal die ganzen Projekte, die ich jetzt so groß geplant habe, abschließen. Dann können wir mal darüber sprechen. Impera. Prontus. Eus. So, bringen wir kurz das Schweinchen Venor. Weg und holen wir das andere Venor. Tier hin. Oh, wir haben sogar 3 Schweine hier, lol. Oh, krass. Voll gut. Impera. Eus. Oh, Prontus. Edifico. Impera. Salve. Confestim facem. Recte. 1, 2, raus. Salve. Venor. Draufschießen. Impera. Colligo. Venor. Impera. Colligo. Prontus. Edifico. So. Fodio. Habe ich ein bisschen reingeschissen jetzt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und zu früh Gold hacken ist eigentlich auch nicht unbedingt notwendig. Aber, ja. Wenigstens die Schweine haben schon mal funktioniert. Das ist schon mal toll. Salve. Passt ja. Machst du danach kurz einen Webstuhl und dann passt das. Impera. Salve. Eus. Salve. So, dann bist du jetzt gleich unsere 2. Impera. Salve. Eine 1 drin. Prontus. Salve. Lignor. Prontus. Fodio. 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 Hä? Ich drück Shift und Linksklick? Fodio. Eus. Fodio. Hä? Eus. Salve. Fodio. Impera. Lignor. Das war jetzt ja übelst random. Die Hotkey war ja komplett kaputt. Salve. Eo. Venor. Prontus. Venor. Eus. Impera. Salve. What the fuck? Venor. Das hab ich jetzt mal gar nicht verstanden irgendwie, aber egal. Hä? So, Schuss 1 kurz getriggert. Schuss 2, dann verfolgt er mich die ganze Zeit. Sehr gut. 3, 2, 1, Salve. Und Schuss. Raus da. Schuss. Durch. Eus. Venor. Venor. Da dran. Impera. Venor. Venor. Prontus. Venor. Wo wir jetzt hin? Venor. Eieieiei. Also im Ranked wäre das jetzt schon scheiße gewesen, aber eigentlich auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also ich bin unten in knapp, ja, sagen wir mal fast 11 oder 10, halb eher so. Sind wir hier in Feudalzeit, dann passt eigentlich. Ist sogar echt gut. Vielleicht schaffen die es ja nach Hause. Eher weniger, aber vielleicht kriegen sie es hin. Eus. Wieso bleiben die stehen und anstatt zu helfen? Ey, manchmal sind die auch einfach nur dumm, ne? Edifico. Venor. 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 Ah, ich mag die Stimme von den Römern tatsächlich ziemlich gerne.
Salve. Impera. Impera. Eus. Salve. So, dann machen wir ganz kurz hier Pseudo-Schnell. Edifico. Lignor. Ganzen Forschung so durch. Bisschen Echo boosten. Klar. Salve. Eus. Venor. 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 Sehr schön. Prontus. Lignor. Du kannst auch ganz kurz die Palme da mitnehmen. Dann da weitergehen. Das machen wir gleich alles. Ha, ich war vor dir eine Feudalze, du Loser. Ja. Also für den Ritterzeit-Push hätten wir auf jeden Fall genug Gold, aber wir definitiv zu wenig Nahrung gesammelt, aber passt ja trotzdem. Machen wir einfach ein paar Dorfbewohner, ist ja nicht so schlimm. Impera. Machen wir übrigens doch ganz kurz Gold hacken hier. Ich meine, warum nicht? Eus. Eo. Impera. Salve. So, die drei Männer gehen schon mal bitte ganz kurz hier Edifico. Ein bisschen hacken. Und die Frau macht schon mal ihr Feld. Edifico. So. Dann können die Nächsten jetzt gleich bitte erstmal hier an Nahrung gehen, aber... Ja, wobei, geht eigentlich. Ne, Holz ist gerade doch ein bisschen wichtiger tatsächlich. Eu, salve, edifico. So, das passt. Impera. Podio. Zack. Gehen wir auf 30, würde ich sagen, dann passt das ganz gut. Machen wir noch einmal ganz kurz den Karren, dann haben wir genug dafür. Eus, Impera, Edifico, Salve. So, die anderen vier gehen sie natürlich nicht, die nehmen dann Holz hier. Das passt ja. Prontus, Lignor. Ein Kamelspeer, wer bist du denn? Sowas gibt's mittlerweile? Hey, seit wann gibt's einen Kamelspeer? Ey, da gehst du einmal nicht so richtig da in den Online-Dings rein und irgendwann kommt ein Update. Lol, die haben Kamelspeer. Ich finde gut, die Gurdjaras habe ich auch nie gespielt, muss ich zugeben. Das ist auch nochmal eine relevante Info eigentlich. Eus. Wieso sagst du eigentlich das Ding, was da so weit weg ist, nicht das, was da neben dir ist? So als dumme Frage. Impera. Eo. Edifico. Eus. Recte. Edifico. Prontus. Edifico. So, mal kurz ein bisschen Prontus. Umswitchen hier, Leute. Edifico. Eus. Salve. Edifico. Oh, hab ich wieder verkackt mit den Häusern. Klassiker. Edifico. 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 Passiert mir sehr, sehr häufig leider. Prontus. Lignor. Colligo. Colligo. So. Hä? Ach, du bist fertig mit Scouten da? Ist ja super. Aber Ritterzeit habe ich auf jeden Fall ein bisschen verkackt, muss ich zugeben. Da muss ich jetzt eigentlich ein bisschen. Hätte ich ein bisschen schneller sein müssen. Tatsächlich. Aber ist ja auch egal, wen juckt das schon. Impera, confestim facem. Bitte was? Oder weißt du was? Eigentlich kannst du da direkt Steintor hinsetzen. Edifico. Edifico. Einfach ein Tor rein, wir haben den ausgeschlossen. Cool. Edifico. Ja, ist doch cool. Läuft doch. So, die Herrschaften. Ich bräuchte bitte auf jeden Fall jetzt mal alles, was ihr so habt irgendwie. Prontus. Impera. Salve. Salve. Lignor. Sehr gut. Impera. Impera. Eus. Podio. Prontus. Eus. Podio. Dann könnt ihr mir gleich in Gold gehen, dann passt das auch ganz gut. Und Ritterzeit. Auf geht's. Prontus. Eus. Salve. Edifico. Edifico. Cool. Hauptsache, der Scout hat aufgehört zu scouten. Da ist noch eine Lücke. Da. Hier links. Faule Sack, du. Naja. So, drei Stück auf Warteschlange. Sehr schön. Dann waren ausgesperrt, auch sehr schön. Dann können wir gleich direkt die 5 Reliquien sammeln. Einziger Nachteil, einer davon muss ich dann wieder rauslegen, weil sonst hat der halt, naja, sonst gewinne ich halt. Das will ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich will erstmal das Volk testen.
Weil ich nutze das jetzt echt mal so als kleinen Test aus, tatsächlich. Deswegen habe ich auch die Standardeinstellung genommen, logischerweise. Der ist übrigens besser als ich gerade angeblich. Interessanterweise. Finde ich ein bisschen frech, aber muss er wissen. Prontus. Machen wir hier ein Dorfzentrum hin gleich, ne? Das passt eigentlich ganz gut. Ja. Boah, voll im Rhythmus. Räum. Und Rhythmus versaut. Naja. Ey. Dann komm bitte ganz kurz her. Komm fürs Team Facham. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Ey. Ey. Salve. Edifico. So, zack. Danach könnt ihr bitte ein Holz Lignor gehen. Oder warte, mach das da und dann geht da hoch. So, ist gut, machst du einen Dingskarren da rein. Wir machen das hier. Wir machen das da gleich, wenn wir es uns leisten können. Da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal mehr Sichtweite, ist gut. Ist er denn echt auch stärker gegen meine Kavallerie, der Speer? Was wäre doch eigentlich ein übelster Vorteil in der ersten Zeit, oder nicht? Weil der dürfte doch in der ersten Zeit dann mit dem Kamel meinen Speer doch eigentlich kontern, oder? Impera. Das wäre ziemlich doof, ehrlich gesagt. Salve. Ja, da haben die bestimmt drüber nachgedacht, dass sie das nicht eben verkacken. Das wäre sonst ziemlich traurig, ehrlich gesagt. Oh. Kannst du bitte nicht? Ist ein bisschen unhöflich, finde ich. Naja. Prontus. Rekte. So, machen wir noch ganz kurz ein Dingens. Eus. Lignor. Edifico. So. Prontus. Eo. Und Edifico. So. Passt. Salve. Rekte. Du machst uns mal ganz kurz hier ein Kloster Edifico hin. Vielen Dank. Lignor. Ich habe viel zu wenig Nahrungsproduktion. Ich bräuchte 12 Nahrungssammler mindestens, um die aufrechtzuerhalten, die beiden Dorfzentren. Aber ist egal. Funktioniert ja auch so. Salve, confestim facem. Edifico. Impera. Das hätte fast gepasst. Warte, dann machen wir es so. Du sollst das hier, das da. Mann Gott, das ist nicht so schwer. Edifico. So, kurzen Mönch. Die werden wir vielleicht nicht kriegen, die Reliquie. Ist nur so ein Gefühl. Versuchen wir trotzdem natürlich, ist ja klar. Prontus. Sehr gut. Impera. Haben wir jetzt 8, 2 Stück mehr, dann geht das da. Oder die 3 können wir auch hier hin. Dann können wir jetzt mich ganz kurz hingehen Edifico und hier schon mal ein paar Edifico Kasernen hinsetzen. Edifico. Passt. Weil die Legionäre müssen schon mal rausgeballert werden hier. Impera. Dann könnt ihr schon mal hingehen und hier schon mal eine Burg hinsetzen. Edifico. Habe ich gehört. Edifico. Tibi Servio. Okay, du holst schon mal die ganzen Steeder. Confest in faciam. Salve. Alter, der klingt ja voll cool, der Typ. Confest in faciam. Eo. Confest in faciam. Cool. Rekte. Rekte. Impera. 6 Stück haben wir da oben, das ist auch nice. Ansonsten haben wir alle Ekroforschung jetzt drin, die wichtig sind, ne? Passt. Salve. Was mit dir? Wieso bist du so, so dumm und schießt da so doof Deus auf? Deus Edifico. Impera. Edifico. Achso, wegen den Gebäuden. Ja, war ja ein Klassiker. Podio. Prontus. Podio. Jetzt waren natürlich Holzprobleme, war ja wieder klar. Es ist immer irgendwas. Eus. Prontus. Aber brauchen wir eigentlich gar nicht. Eus. Eo. Podio. Prontus. Podio. Impera. So, und die Steinhacke haben wir schon mal. Impera. Eus. Edifico. Prontus. Edifico. Prontus. So. Ihr und Salve. Ihr seid schon mal die Nummer 9. Impera. Lignor. Prontus. Eus. Wobei, Rette. Das passt Podio jetzt. Dann kannst du da jetzt dran gehen. Zack, Schwertkämpfer und dann war schon direkt ein Legionär. Sehr geil.
Dann brauchen wir natürlich auch noch die ganzen Forschung hier. Da brauchen wir aber erstmal Nahrung für. Und die fehlt uns gerade massiv. Salve. 10 Holzfäller hier haben wir schon mal. Sehr gut. Die lassen wir uns immer mal da oben hinlaufen. Ja, ganz ehrlich, so viel Goldhacker brauchen wir eigentlich gar nicht. Das muss mal sein. Eos. Cordio. Ist eigentlich Quatsch. Eo. Salve. Edifico. Edifico. Prontus. Edifico. Salve. Impera. Edifico. Salve. Edifico. So. Oh. In nomine Dei. Contest in faciam. Das ist jetzt ja ein bisschen belastend. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen, dass das Ding aufgegangen ist. Schade. Salve. Eus. Nicht rauszoomen. Edifico. Oh Gott. Impera. Edifico. Prontus. Recte. Edifico. Salve. Prontus. Contest in faciam. Ich bin zu langsam dafür. Eus. Colligo. Edifico. Salve. Prontus. Eo. Salve. Salve. Eus. Confest salve. Team Fatus. Confest Team Fatus. So. Erstmal kurz ganz bewusst eine Aussperren hier, das ist ja wichtig. Er schickt ja nur Fernkämpfer, ist ja übelst nervig. Naja, muss er wissen. Salve. Eus. So. Edifico. 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 Passt schon, ist mir egal. Impera. Ach, ist Edifico. Egal. Komm, passt schon. Salve. So. Alles easy. Jetzt der Tür raut jetzt ein bisschen auf hier. Wow, er schickt nur Fernkämpfer. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn ich Legionäre benutzen möchte. Kamelreiter, machst du bitte weg. Hier ist ein gepanzerter Elefant, den sollten wir aber so hinkriegen, weil wir sind ja immer in Centurio. Hm. Das ist jetzt ja nervig mit ihm. Au. Okay. Ja, locken wir die halt in die Burg rein, das ist gut. Eus, confest in faciam. Edifico. Dann nicht. Oh, jetzt geht er wieder. Okay, Reste töten. So, Imperialzeit bitte. Hab ich irgendwo einen Mönch? Pronto, salve, colligo. Imperialzeit, Francia, recte, lignor. Weiß ich halt gar nicht. Oh, egal, passt auf jeden Fall. Wir haben uns auf jeden Fall hier verteidigen können. Ist schon salve, fein. Colligo, impera, prontus. Edifico. Eus. Edifico. 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 Salve. Edifico. Passt, das geht. Impera. Edifico. Salve. Edifico. So. Prontus. Eus. Prontus. Ihr seid jetzt die 8. Salve. Prontus. Impera. Prontus. Ach Quatsch, ich hab gar keinen Hotkey. Sorry, mein Fehler. Habe ich gar keinen Mönch mehr. Sind die echt alle gestorben? Das ist ja super ärgerlich. Eus. Ja, wie doof. Naja. Wow. Okay. Dann können wir jetzt ganz kurz die wichtigen Forschungen hier machen. Die ist sogar noch da, die Relike. Lol. Krass. Das ist gut für mich. Tibi Servio, confest in faciam. Genau. Recte. Salve. Der mit Fernkämpfer hat übrigens meine Dings eingerissen, meine Mauer. Confest in faciam. Recte. Ist ja ärgerlich. Salve. Naja. So, theoretischerweise könnten wir jetzt nochmal. Machen wir 7 mehr noch. Vielleicht sind wir in der Imperialzeit drin, das ist wichtig und richtig auf jeden Impera. Fall. 800 Nahrung, habe ich natürlich voll bedacht, klar, easy. Ja, scheiße. Na, komm, ist egal. So. Eos. Gehen wir ganz kurz hier Edifico. Hin. Edifico. Edifico. Machen schon mal den Lignor. Hier. Salve. Edifico. Machen schon mal den hier. Sehr gut, die haben wir. Dann könnte ich schon mal kurz ein Stück zurückgehen. Wir wollen nur kurz die Reliquien snacken.
Hätte ich gar nicht aufbauen wollen, die waren ja nur zum Schutz kurz. Ich wollte versuchen zu Quickwall, aber ich war ein bisschen zu langsam und untrainiert dafür. Salve. So, 3 Holzfäller, aber die sind ja hier noch am Bauen. Also haben, die haben wir eigentlich 20 Stück. Die geht eigentlich nur noch an Nahrung dran jetzt. Den Rest haben wir eigentlich alles. Salve. Ja. Edifico. Ja, da ist halt Gold im Weg, das lassen wir mal sein. Edifico. Edifico. Ihr könnt auch bitte Edifico. Jetzt hingehen. Edifico. Eus. Edifico. Impera. Edifico. So, mal kurz die ganzen Lücken füllen hier, weißt du? 3 Felderwirtschaft. Gold. Smart. Lol. Wie er es versucht hat. Okay. Hä? Er ist in der Imperialzeit. Oh nein, er ist das Schwein. Legionäre, bitte. Recte. So, du kannst ebenfalls ein Feld machen. Edifico. Eus. Edifico. Bitte. Dann haben wir jetzt alle Dorfbewohner auf jeden Fall verbaut. Sehr gut. Dann kannst du auch mit der ganzen Zeit gehen. Edifico. Lignor. Eus. Edifico. Lignor. Salve. Recte. Du gehst hier hin. Edifico. Lignor. Impera. Edifico. Salve. Edifico. Lignor. Pronto. Salve. Dann macht es natürlich nur Sinn. Hat er jetzt ein Gebäude gebaut? Ist das ein dummer Idiot? Edifico. Edifico. Muss er wissen. Lignor. So. Schön. Das läuft doch. Salve. Pario. Wie sehen die eigentlich so aus, die Centurios und so? Die sehen ein bisschen aus wie Kataphrakte, witzigerweise. Imperecte. Die Legionäre sind auch recht schick. Nice. Aber es sind schon keine Legionäre mehr. Also Legionäre ist eigentlich auch ein schwieriges Wort, weil eigentlich sind es ja alles unterschiedliche Truppen. Und Legion war ja eigentlich nur diese riesig große... Diese quasi die Armee, der Zusammenschluss aus ganz, ganz vielen. Und die sehen schon so ein bisschen aus wie die Kohortenkämpfer wie hieß die nochmal? Das müssen eher Kohorten sein, weil die waren später. Am Anfang waren es ja Hastati und hier diese Rorarii waren die mit den Speeren. Dann gab es noch die Trirarii, das waren aber auch eher so Lanzenleute. Wie heißen nochmal die mit den runden Prätorianer? Irgendwie sowas, glaube ich. Prätorianer war das, glaube ich. So hießen die. Ich meine, es wären die gewesen. Salve. Aber interessant. Cool. Das hier? Das hier? Das hier? So. Eus. Confestim facem. Edifico. Edifico. Edifico, edifico, edifico. So, und dazu kann ich arbeiten. Lignor. Salve. Edifico. Lignor. Perfekt. So, Reliquien sind auf jeden Fall weggesnackt. Da hat er keinen Zugang mehr. Ist ja sehr ärgerlich für ihn, aber nicht mein Problem. Auch kurz die Forschung reinsetzen. Bin ich sehr zufrieden mit, wie das hier aussieht. Also unsere Economy ist voll strong und so, weißt du? Wir könnten noch ganz kurz hier eine Universität bauen, dann bin ich auch fertig. Salve, edifico, podio. Ich wollte übrigens mal keinen Tribock, ich will wirklich ausschließlich die Dinger hier hinsetzen. Mal gucken, ob das was wird. Wobei, ich bin es gewohnt, dass die Hotkeys andersrum sind, ich mach mal doch wieder so rum. Schwerer Skorpion. 800 Nahrung, 900 Holz. Das ist eigentlich eine Sache, die mache ich normalerweise gar nicht. Aber nur weil die hier so gut jetzt sind, werden wir es jetzt probieren. Alle Reliquien sind eingenommen. Ja, das habe ich mir gedacht. Lassen wir mal eine da draußen, damit das nicht so passiert. Weil habe ich keinen Bock drauf, dass das passiert, ehrlich gesagt. Ballistik, das hier, das hier, das hier. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt. Das können wir machen. Ja, einmal alles durchforschen quasi. Für mich kannst du auch die Mauer noch machen, aber das ist jetzt nicht so notwendig. Aber warum nicht? Und dann würde ich sagen, machen wir Skorpione. Impero. Wo wollen die denn jetzt wieder hin?
Pareo. Salve. Wie haben die sich jetzt aber getrennt? Wieso sind hier 13 und da sind 6 Stück, aber die sind nicht weggelaufen. Weil die auf defensiv sind. Macht Sinn. Impera. Salve. Adarma! Adarma! Geht direkt voll ab, der Typ. Nice, wie viel Holzlager der hier hinbaut. Krass. Einfach rein, Leute. Dorfzentrum. Ja, das kannst du ja gerne versuchen. Wird aber nichts mehr, Freund. Edificor. Edificor. Und danach kannst du weiter Steine sammeln und zwar. Haben wir bei uns noch Steine? Nee, ne? Nur noch das in der Mitte. Edificor. Ja, dann nehmen wir das halt, ne? Oh, Leute, da solltet ihr vielleicht aufpassen. Tibi Serbio. Recte. Ja, das ist ja richtig smart. Ich hab 3 Bogen da hinten stehen? Oh lol, stimmt. Macht Sinn. So, immer schön reinschießen. Oh, geiler, schöner Piercing-Damage, Junge. Immer schön durch die durch. Also nicht Piercing-Damage, aber dass es halt so durch die durchfliegt. Salve. Pugnemus! Richtig edel. Nein, nicht die Skorpione. Boah, Junge, die haben keine Mindestreichweite. Richtig edel. Ich sollte vielleicht noch ein paar Legionäre ausbilden, wird mal so sein. So. Salve, Reficio. Genau so, wie ich es sehe, Leute. Reficio, 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 Reficio. Edifico. Impera. Ad arma! Ein HP hat er. Nice, Mann. In nomine Dei. Recte. In nomine Dei. Oh, krass. Bitte entspannt bleiben, Leute. Nein, kaputt. Naja. So, ist gut. Gleich alles tot hier. Fantastisch. Impera. Du kannst ihn ganz kurz reparieren. Das ist gut. Dann machst du hier schon mal ein Tor rein. Edifico. Edifico. Noch ein Tor. Edifico. So, wir machen jetzt einfach ein Tor nach dem Tor hin, damit wir auf jeden Fall nicht dieses Problem haben, dass wir da überall immer festhängen, weißt du? Aber bei so kannst du zumachen eigentlich. Impera. Ja, Leute, ihr müsst auch schon kurz warten, bis alle da sind. So macht das auch keinen Sinn. Einmal kurz ein paar Leute dahin jieten. Was will denn eigentlich mit den Dorfbewohnern hier so krass? Salveo! Pugnemus! Wir sind jetzt reingelaufen. Der hat doch noch hier Gold und so, oder nicht? Boah, Alter! Tibi Serbio. Eo, Impera. Die haben 16 an. 16. Nein, ich natürlich genau die an, die keine Schwertkämpfer haben. Ich bin auch ein Vollidiot, Mann. Der hat 13. Okay, mit Spieleentwicklung. Ja, okay, nee, dann habe ich nichts gesagt. Tibi ich dachte gerade ganz so 12, 13 wäre normal für Elite-Kämpfer. Eo. Der hat das ganze Gold weggegessen. Nee, da ist doch noch was. Warum holst du so rum? Pario. Komischer Typ. Eo. Ad pugnam. Macht gar keinen Sinn, der Mann. Ey. Salve. Tibi Serbio. Pugnemus. So, ich hab gehört einfach rein, hab ich jetzt gedacht, ne? So, immer schon rein da. Zwei Tribute machen wir trotzdem. Besser ist das. Für die Burgen, so, weißt du? Schau. Salve. So, immer schon rein da, Leute. Eus. Okay. Edifico. Er war noch ein bisschen Platz übrig. Podio. Ah, sehr schön. Tibi Serbio. Ad arma! Ich brauche nicht meinen Keyboard tatsächlich. Machen wir trotzdem. Hat hier Skorpione. Sind aber schon ziemlich nice eigentlich. Salve. Pugnemus! Er schiebt doch keine Einheit mehr in den Kampf, obwohl der auch schwer ist, der Gegner.
Da fehlt ihm gewiss noch was. Oder ist er kein Ressourcen mehr? Also ich dachte, wäre ein bisschen stärker. Auch schwer. Ja. Tibi Servio. Aber ich wohl zu viel erwartet. Ich hätte die T-Bock halt echt legit nicht gebraucht. So, mehr die Genere. Immer rein damit. 17 Skorpione. Ich habe noch nie mit Skorpionen gespielt. Das ist aber sau nice, weil die ergänzen sich mit den Legionären echt gut dann tatsächlich, finde ich. Weil du dann alle drei Ressourcen ungefähr gleich brauchst. Oh mein Gott, Alter, wie einfach alles zerstört wird. Gar keine Chance dazu. Der ist einfach RIP. Impera. Tibi Servio. Pugnemus! Salve! Adarma! Adarma! Alter, wie schnell die Legionäre das alles auch niederreißen, ne? Das ist genau wie so ein Gurkensturm hier gerade. Was? Ich bin für den Skorpion tatsächlich begeistert. Also ganz ehrlich. Tibi Servio. Ad Pugnam! Gut gewonnen. Ja, cool. Ja, nice. Ja, in allen dominiert. Easy. Sieg der Römer. Nice, nice, nice. Eine Einheit hat er selber getötet mit einer Mange wahrscheinlich. Ärgerlich für ihn. Fett. Also. Ja. Also ist bis jetzt ein cooles Volk, finde ich. Ich finde die Komposition aus legionären Dings da echt geil. Und man ist echt mal nicht so krass auf alles irgendwie angewiesen oder auf eine Ressource im Speziellen, sondern gefühlt halt echt schön verteilt. Also eigentlich voll das coole Volk. Bin ich ehrlich. Kann ich hier irgendwo... Ich müsste dafür in ein Gefecht reingehen, ne? Ist doch egal. Nee, aber das Volk gefällt mir ganz gut. Nice. Da würde ich sagen, als nächstes machen wir, auch wenn ich da keinen Bock drauf habe, mache ich aber nicht heute, mache ich jemand anders, Gebrüll der Drachen. Weil Poyangsee war halt eine richtige Scheißmission. Naja, kriegen wir dann irgendwie schon hin. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.